schlafen. Stell dir vor, unsere Regierung würde die öffentliche Infrastruktur, also Straßen und öffentliche Gebäude, genauso verwalten, wie sie ihre digitale Infrastruktur verwaltet. Unsere Abgeordneten würden in einem angemieteten Gebäude arbeiten, in dem sie nicht für strengere Umweltgesetze stimmen dürften, weil der Vermieter, ein multinationales Unternehmen, diese Art von Abstimmung in seinem Gebäude verbietet. Auch die längst überfällige Erweiterung auf mehr als 500 Sitze erlaubt dieses Unternehmen nicht. Das heißt, einige Abgeordnete stehen draußen auf der Straße. Und ein paar Blocks weiter wird von einem anderen Unternehmen die gerade mal 6 Monate alte Sporthalle des Vorbesitzers abgerissen. Sinnloserweise wird sie, natürlich auf Kosten des Steuerzahlers, durch ein identisches Gebäude ersetzt. Mit der Begründung, die neue Halle bietet jetzt Streetball als ein neues Feature an. Dem Vermieter des Rathauses ist es derweil ziemlich egal, dass nachts durch eine versteckte Hintertür containerweise Dokumente mit vertraulichen Daten wie Bankdaten und Krankenakten entwendet werden. Und niemand darf etwas dagegen unternehmen, denn die Suche und das Schließen von Hintertüren würde leider gegen die unterschriebene Nutzungsvereinbarung verstoßen. Und so absurd das alles auch klingen mag, dieser Vergleich ist ziemlich passend in Bezug auf unsere digitale Infrastruktur. Also die Software und Programme, die unsere Regierung und Behörden täglich nutzen und teuer finanzieren. Denn unsere Verwaltungen beschaffen in erster Linie proprietäre Software. Das heißt, es wird viel Geld für Lizenzen ausgegeben, die nur für kurze Zeit gültig und deren Nutzungsrechte stark eingeschränkt sind. Das macht es unmöglich, die von uns bezahlte Infrastruktur sinnvoll und nachhaltig zu nutzen. Und weil der Quellcode von proprietärer Software normalerweise ein Geschäftsgeheimnis ist, ist es natürlich schwierig oder sogar illegal, mögliche Sicherheitslücken oder eingebaute Hintertüren zu suchen und zu schließen. Dabei gibt es eine viel bessere Alternative. Wenn jede öffentlich finanzierte Software immer auch freie Software und Open-Source-Software wäre, könnte man sie für alle benötigten Zwecke ohne Einschränkungen nutzen. Wir könnten sie nach Belieben erweitern, reparieren und umgestalten, bis sie unseren Bedürfnissen entspricht. Open Source heißt übersetzt quelloffen. Und das bedeutet, dass der Programmcode für jeden frei zugänglich ist. Dadurch ist es auch viel einfacher, Sicherheitslücken zu finden und zu schließen. Und wenn etwas Nützliches und Verlässliches digital erstellt wurde, kann man nicht nur den dazugehörigen Bauplan im ganzen Land wiederverwenden, sondern das Produkt selbst kann per Copy and Paste überall eingesetzt werden, sogar international. Ein gutes Beispiel hierfür ist die App Fix My Street. Ursprünglich wurde sie in Großbritannien als freie Software entwickelt, um das Melden, Ansehen und Lösen örtlicher Probleme wie Straßenschäden zu vereinfachen. Mittlerweile wird sie weltweit eingesetzt. Und davon profitieren alle, denn neue Funktionen und Verbesserungen werden einfach geteilt. Würde jede Software auf diese Weise entwickelt, müssten wir uns nicht mehr mit einschränkenden Lizenzen zufrieden geben, sondern könnten darüber nachdenken, wie uns Software wirklich helfen kann. Wir könnten uns endlich darauf konzentrieren, die Gesellschaft zum Wohle aller zu verbessern. Grüezi miteinander und willkommen zu der Nachmittagssession Public Money, Public Code. Public Money, Public Code ist eine Kampagne der Free Software Foundation Europe, die fordert, dass alle staatlich finanzierte Software auch als freie Software veröffentlicht werden soll. Denn mit Public Money, Public Code profitieren alle. Es profitieren die Bürger, es profitiert die Wirtschaft und es profitieren die Politiker. Ich möchte uns zuerst kurz vorstellen. An meiner Seite heute ist Michel Ketterle. Er ist regionalpolitisch aktiv, kennt sich also in der politischen Landschaft gut aus. Daneben ist er aktives Mitglied der Free Software Foundation Europe, wo er sich hauptsächlich um die Plattform Freedom Vote kümmert. Mein Name ist bekannt und ich möchte jetzt Ihnen gerne meinen Kollegen Urs Fessler vorstellen. Er ist Softwareingenieur bei einem Dienstleister und ebenfalls aktives FSFE-Mitglied. Er gehört zu denjenigen, die bei einem elektrischen Gerät, das mit einem Computerchip betrieben ist, weiß, wie das da drin zu und her geht. Und seiner Arbeit geht er natürlich mit freier Software nach. Wir freuen uns, dass wir euch die diversen Aspekte von freier Software näher bringen dürfen und sowie unsere dazugehörige Forderung,
dass sämtliche Software, die der Staat nutzt, auch freie Software sein sollte. Die Friede Software Foundation Europe ist ein gemeinnütziger Verein, der es zum Ziel gesetzt hat, den selbstbestimmten Umgang mit Software und Technik den Menschen näher zu bringen. Den Vortrag gliedern wir in die Blöcke freie Software sowie Staat und Software und am Ende wird es noch eine Fragerunde geben. Unter dem Titel Public Money, Public Code zeigen wir heute, wie man damit den Kosten für den Steuerzahler reduziert und die lokale Wirtschaft damit ebenfalls unterstützen kann. Ich übergebe nun das Wort zurück an Urs für den ersten Block freie Software. Ja, freie Software. Bevor wir über freie Software sprechen können, möchte ich kurz einmal überhaupt über Software sprechen. Was ist Software überhaupt? Einfach gesagt ist Software das, was den Computer betreibt. Ohne Software ist das nur eine schwarze Kiste, die irgendwo rumsteht. Aber die Software, die haucht dem Computer Leben ein und bringt ihn erst richtig zum Laufen. Und wenn ich vom Computer spreche, meine ich nicht nur diese schwarzen Kisten auf dem Desktop. Ich meine auch Geräte, die einen Computer drin haben, wie diese Waschmaschine zum Beispiel oder dieser Fernseher oder Ihr Smartphone. Aber auch hier möchte ich nicht aufhören, sondern ich meine auch die Computer, die Sie indirekt brauchen, wenn Sie zum Beispiel im Internet eine Suchmaschine benutzen. Die läuft auch irgendwo auf einem Computer. Auf diesem Computer läuft auch Software. Wenn Sie nun die Software genauer anschauen, dann ist das einfach nur ein unverständlicher Bithaufen von Nullen und Einsen, die, wie gesagt, eigentlich kein Mensch so richtig versteht. Der Computer versteht aber diesen Bithaufen und weiß, was er damit machen muss. Wenn Sie den anklicken, dann startet vielleicht eine Textverarbeitungssoftware, wo Sie ein Rezept schreiben können, oder es startet ein Browser, in dem Sie dann Ihre Online-Steuererklärung ausfüllen können. Daten sind auch solche Bithaufen, aber über die sprechen wir nicht. Also wenn wir fordern Public Money, Public Code, meinen wir nur den Code, nicht die Daten. Wie gesagt, dieser Bithaufen ist jetzt doch ziemlich schwierig zu verstehen. Auch für Softwareentwickler ist das schwierig zu verstehen. Die Softwareentwickler arbeiten mit dem Quellcode. Das ist menschenlesbarer Code, wie eine Textdatei meistens, wo man dann versteht, ändert und dies weiterentwickelt. Wir haben eigentlich zwei verschiedene Repräsentationen desselben Programms. Einmal für Menschen verständlich, das andere Mal für Computer verständlich. Damit man von der einen zu der anderen Form kommt, gibt es ein Programm, das übersetzt dann den menschenlesbaren Code in diesen Bithaufen, den Computer verstehen. Dieser Vorgang ist so ähnlich, wie wenn Sie eine Suppe kochen. Sie haben die Zutaten, das ist der Quellcode, lassen das durch einen Prozess, dann kommt die Suppe raus, die Sie dann essen können. Ich habe dieses Beispiel gewählt, weil dann natürlich die Frage irgendwann kommt, wie sieht es mit der anderen Richtung aus? Da wissen Sie vielleicht, aus einem Goldfisch kann man gut eine Suppe machen, andersherum geht das nicht. Bei Software ist es dasselbe. Wenn Sie den binären Code, den Bithaufen haben, kommen Sie da eigentlich nicht mehr zu dem Quellcode zurück. Dann ist eine weitere wichtige Eigenschaft von Software, dass sie immateriell ist. Immateriell bedeutet, dass es kein physikalisches Gut ist, sondern etwas, das mehr in den Gedanken existiert. Das ist ähnlich wie das Rezept. Das Rezept ist ja auch nicht das, was Sie in dem Buch haben oder es ist nicht das Buch, wo es drin steht, sondern die Idee, was nötig ist, um diese Suppe zu kochen. Es kommt nicht darauf an, ob es im Buch steht, ob es von Ihrer Großmutter erzählt wurde. Das Rezept bleibt dasselbe. Ein anderes Beispiel wäre Musik. Das ist auch nicht der Tonträger, der die Musik ist. Die Musik ist das, was Sie hören, wenn Sie den Tonträger abspielen. Wie Rezepte oder eher auch Musik unterliegt auch Software dann dem Urheberrecht.
Das heißt, oder das Urheberrecht besagt, dass wenn Sie eine geistige, kreative Schöpfung machen, die doch eine gewisse Schöpfungshöhe hat, haben Sie automatisch das Recht darauf, es so zu verbreiten, wie Sie wollen. Wenn Sie also ein Musikstück neu machen oder eine Software schreiben, dann dürfen Sie anderen auferlegen, wie Sie diese Software benutzen dürfen. Aber Software hat noch mehr Eigenschaften. Wenn Sie jetzt Ihr Rezept geschrieben haben, Ihr Nachbar hat gesehen, Sie haben da wunderschön das Rezept aufgeschrieben und er möchte auch gern seine Rezepte aufschreiben. Ja, was macht er? Er geht in den Laden oder in einen App Store, lädt sich eine Textverarbeitungssoftware runter und schreibt es auf. Das ist, denke ich, ziemlich klar, dass es so eine Software gibt, mit der man Texte schreiben kann, und es gibt auch Anbieter, die solche Software anbieten. Wir sprechen dann von Standardsoftware. Ist da nicht ziemlich, wie gesagt, Software, die bekannt ist, die einen sehr, sehr breiten Verbreitungsgrad hat und auch Anwendungsbereich hat. Wenn Sie jetzt zum Beispiel die Idee haben, dass ja Suchmaschinen toll sind, aber Sie möchten eine Suchmaschine bauen, die jetzt die Privatsphäre der Benutzer besser schützt, kaufen Sie ein paar hundert Server, stellen die in den Keller, brauchen noch eine Software. Da finden Sie wahrscheinlich im App Store nichts. Können Sie auch in den Laden gehen, Verkäufer fragen, ja, ich brauche eine Software, um meine Suchmaschine zu betreiben. Wahrscheinlich wird der damit irgendwie antworten. Das ist nichts, das Sie einfach im Laden kaufen. Das ist Software, die Sie speziell für Ihre Bedürfnisse anfertigen lassen müssen. Hier sprechen wir von Individualsoftware. Dann ist Software sehr komplex. Einerseits ist der Computer sehr komplex, auch sehr pingelig, was man ihm gibt, um es ausführen zu lassen. Andererseits lebt Software ja nicht nur zum Selbstzweck. Wir schreiben Software, um ein Problem zu lösen und zum Beispiel die Steuererklärung erfassen zu können oder auswerten zu können. Wenn man also diese Software implementiert, um eine Steuererklärung erfassen zu können, muss man auch das Steuersystem kennen. Das bringt dann eigentlich zwei komplexe Welten zusammen. Dafür ist Software sehr einfach änderbar. Man überlegt, Sie haben ein Fahrrad und möchten eine andere Farbe haben des Fahrrads. Da müssen Sie wahrscheinlich das komplett zerlegen, die Farbe abkratzen, neu lackieren, warten, wieder zusammenschrauben, dann noch suchen, wo Sie die Schrauben vergessen haben, die noch übrig sind. Also ist ziemlich ein schwieriger Vorgang. Wenn Sie jetzt aber eine Textverarbeitung haben wie LibreOffice und Ihnen gefällt jetzt nicht, dass das so grau ist, dann gehen Sie in den Quellcode, ändern das auf grün, dann ist der Button schön grün. Und wahrscheinlich auch die anderen Buttons sind sehr grün. Und weil das so cool ist, können Sie das weitergeben und alle haben schön grüne Buttons. Es ist also einfach, dann eine Änderung an dieser Software zu machen, im Gegensatz, wenn wir ein physikalisches Gut hätten. Diese zwei Punkte führen dann auch etwas dazu, dass Software eigentlich nie stillsteht. Oder anders ausgedrückt, Software ist nie fertig. Das liegt einerseits daran, dass sich die Welt rund um die Software ändert. Es kommen neue Anforderungen. Weil ja die Software so komplex ist, hat man vielleicht nicht an alles gedacht. Oder jemand kommt und sagt, ja, wenn man das jetzt aber etwas anders hier organisiert, dann ist meine Arbeit viel leichter zu erledigen. Das setzt man dann natürlich gerne in der Software um noch mehr Wert für den Benutzer zu schaffen. Somit ist das eigentlich eine Grundeigenschaft von Software, dass diese sich ständig weiterentwickelt. Dann der letzte wichtige Punkt ist, wie man Software betrachtet oder ausgedrückt, was das Businessmodell mit Software ist. Da haben wir heute Morgen schon etwas gehört. Man kann natürlich sagen, mein Businessmodell sieht so aus, dass Software das Produkt ist. Also ich verkaufe Software. Sie gehen in den Laden, wollen eine Textverarbeitungssoftware kaufen, der Verkäufer gibt Ihnen so eine schöne Schachtel und Sie gehen damit heim. Sie erwerben eigentlich nicht die Software, sondern nur die Erlaubnis, die Software zu benutzen. Aber es ist quasi, wie wenn Sie ein physikalisches Gut kaufen würden. Eine
Andere Betrachtung ist aber, dass man Software als Dienstleistung ansieht. Man kauft also nicht das Produkt, die Software, sondern eine Änderung an der Software. Man hat eine Software im Einsatz, man möchte, dass sie anders funktioniert und bezahlt jemanden, dass er diese Änderung an der Software vornimmt. Man bezahlt also die Arbeit, die investiert wird. Kommen wir zu freier Software. Ich möchte hier noch kurz repetieren, was wir heute Morgen schon gehört haben. Dass eine Software frei ist, muss sie die vier Freiheiten erfüllen. Dies ist erstens, dass man sie so verwenden darf, wie man will. Das heißt, wenn ich LibreOffice habe, darf ich da Rezepte schreiben, ich darf Briefe schreiben, aber ich darf auch ein Manifesto für die Weltherrschaft damit schreiben. Es gibt da keinerlei Einschränkung, wie die Software verwendet werden darf. Die zweite Freiheit ist, dass man die Software verstehen darf. Man darf also den Quellcode analysieren und genau schauen, wie das drin funktioniert. Die dritte Freiheit ist, dass man die Software verbreiten darf. Das heißt, wenn Ihr Nachbar kommt und sagt, ja, wie ist das jetzt, ich möchte auch ein Rezept schreiben, dann können Sie sagen, ja gut, ich habe hier noch eine Kopie von LibreOffice, installiere es, wenn du glücklich bist, gib es wieder weiteren Menschen. Man kann es also beliebig oft und beliebig oft weiter verbreiten und so seinen Mitmenschen helfen. Und die vierte wichtige Freiheit ist auch, dass man sie verbessern darf. Man darf sie also ändern. Es passt einem etwas nicht. Man möchte den Button lieber grün haben. Man darf es dann ändern und wenn es einem passt, darf man das auch wieder veröffentlichen, damit auch die gesamte Gesellschaft von dieser Verbesserung profitiert. Jetzt haben wir heute Morgen sehr viel über Open Source gehört. Da gibt es verschiedene Ansichten. Ich möchte hier mit Simon Phipps in die gleiche Kerbe schlagen und sagen, das ist eigentlich dasselbe. Historisch oder wenn man es genau nimmt, hat Open Source mehr der Fokus auf praktische Aspekte, wohingegen freie Software mehr der Fokus auf gesellschaftliche Aspekte legt. Aber im Grunde ist es dasselbe. Ich hatte auch gestern Abend noch eine längere Diskussion mit Simon Phipps und wir kamen zum Schluss, er hat gesagt, im deutschsprachigen Raum soll man doch von freier Software reden, weil da klar ist, dass wir nicht über Geld sprechen. Ja, dann ist ja dieses Urheberrecht noch. Ich habe gesagt, wenn Sie etwas machen, das eine gewisse geistige Schöpfungshöhe hat, haben Sie automatisch das Recht zu bestimmen, wie andere dieses Werk benutzen dürfen. Und klassisch wird das benutzt, um andere auszuschließen. Also wenn Sie eine Musik machen, das wird das benutzt, damit Sie Geld zahlen müssen, damit Sie dieses Musikstück hören dürfen. Aber das Urheberrecht schreibt nicht vor, wie man es anwendet. Das hat sich die freie Software zu Nutzen gemacht und gesagt, ja, wenn du freie Software benutzen willst, dann musst du diese vier Freiheiten erlauben. Und solange du diese vier Freiheiten erlaubst, darfst du die freie Software benutzen. Also freie Software benutzt dann das Urheberrecht, um sich selbst zu schützen. Dann ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, wie das denn jetzt doch mit den Kosten aussieht. Freie Software sagt nichts über Kosten aus. Es ist einfach so, wir haben ja die Freiheit, die Software zu verbreiten, wie wir wollen. Dann gibt es noch das Internet, wo es sehr oder sogar trivial ist, Software zu verbreiten. Und das bedeutet eigentlich, dass freie Software doch meistens auch gratis ist. Was sind denn jetzt die Vorteile von freier Software? Wie heute Morgen schon erwähnt, es gibt einem die Kontrolle über die Daten und Hardware. Das ist auch wirklich die Idee von freier Software. Es erlaubt wirklich einen Wissenstransfer. Das ist eigentlich wie in der Wissenschaft. Dort ist es seit jeher normal, dass man wissenschaftliche Ergebnisse wieder veröffentlicht, sodass andere Wissenschaftler diese Experimente nachvollziehen können oder dass sie ihre eigenen Erkenntnisse daraus nehmen können und somit wieder neues Wissen darauf aufbauend erzeugen können. Freie Software erlaubt dasselbe mit der Software. Dann ist freie Software eine Voraussetzung für Sicherheit. Denn es ist eigentlich bekannt in der Informatik,
um ein System sicher zu machen, muss die Implementation dieses Systems offen sein. Das klingt etwas paradox vielleicht, aber es ist so, die Sicherheit des Systems darf nur von einem privaten Schlüssel abhängig sein. Schlüssel, da habe ich mir etwas Gedanken gemacht. Ich habe hier ja einen Hausschlüssel, einen Veloschlüssel, ich denke, das kennen Sie auch. Haben Sie auch? Was würden Sie sagen? Denken Sie, dieser Schlüssel ist sicher? Oder das System, ist das sicher? Nein. Nicht? Schade, das war nicht die Antwort, die ich erwartet habe. Die stille Mehrheit ist der Meinung, dass es sicher ist, mit der Überlegung, dass wenn es nicht sicher wäre, dann würden Sie es ja gar nicht benutzen. Ich habe mir mal nachgeschaut, wie denn das jetzt funktioniert. Also auf Wikipedia gegangen, habe ich das schöne Bild gefunden, wie das funktioniert. Hier hat es so einen Zylinder, den möchte ich drehen, geht aber nicht, weil da so Bolzen dagegen drücken. Wenn ich jetzt einen falschen Schlüssel habe, da geht es immer noch nicht, weil die Bolzen da immer noch im Weg sind. Mit dem korrekten Schlüssel sind die da schön alle auf der Höhe des Zylinders und ich kann das Schloss öffnen. Das ist dasselbe Prinzip wie bei der Software. Also nicht das Drehen, sondern dass es eigentlich öffentlich bekannt ist, wie so ein Schlüssel, ein Schloss funktioniert. Die Sicherheit hängt also nicht von einem geheimen Implementation ab, sondern nur von der Stärke des Schlüssels. Wenn Sie den Schlüssel verlieren, ist das System unsicher. Dann ist Software ist ja anpassbar. Aber nur mit freier Software ist wirklich die Anpassbarkeit auch gegeben. Denn wenn Sie sich eine Software entwickeln lassen, und sie ist nicht frei und Sie haben vielleicht nicht einmal den Quellcode, dann ist es schwierig, diese Software anzupassen. Und ich habe ja auch gesagt, Software ändert sich immer. Also wird der Zeitpunkt kommen, wo Sie diese Software anpassen wollen. Was machen Sie? Sie haben nur den Bitcode, also den Bithaufen. Da wird es schwierig, es anzupassen. Auch wenn Sie den Quellcode haben, vielleicht dürfen Sie ihn gar nicht anpassen, weil das die Lizenzen verbieten. Was machen Sie also, wenn Sie eine Änderung dieser Software haben wollen? Sie gehen zu dem Originalhersteller der Software, weil Sie keine andere Wahl haben. Das ist dann sozusagen, dass der originale Hersteller der Software ein Monopol auf die weiteren Änderungen Ihrer Software hat. Und in einem Monopol kann man ja ein paar ganz nette Sachen machen, um mehr Geld zu verdienen zum Beispiel. Oder es gibt den Originalhersteller nicht mehr. Wenn die Software frei ist, haben wir durch den Wissenstransfer auch hoffentlich mehrere Anbieter, die Änderungen an dieser Software vornehmen können. Was dann auch zu einem freien Markt führt. Sagen wir, Sie wollen nun etwas an LibreOffice ändern, Sie wollen die Buttons grün haben, da haben Sie nicht einfach einen Anbieter, da können Sie zu Collabora gehen und fragen, wie teuer das denn ist. Wenn Sie nicht zufrieden sind, gehen Sie zu CIB, die sagen Ihnen einen anderen Preis, oder zu Igalia oder Pardus. Also es kann nicht ein Anbieter einfach einen beliebig hohen Preis sagen, sondern wir haben einen Markt. Dann ist es innovationsfördernd. Das haben wir heute Morgen auch kurz gehört. Ich möchte das auch noch etwas erläutern, weil ich denke, man stellt sich ja immer so vor, Innovation, Erfindungen passiert, indem da so ein Wissenschaftler in seinem dunklen Kämmerlein hockt und sich so überlegt, was er jetzt erfinden kann. Denkt jetzt vielleicht, ja, ist etwas dunkel in meiner Kammer, ich erfinde die Glühbirne. Aber so ist das eigentlich nicht. Es gibt kein Kämmerlein, wo der Erfinder drin hockt. Edison ist ja bekannt oder wird gesagt, hat die Glühbirne erfunden. Aber es ist so, dass vor Edison schon andere an der Glühbirne herum experimentiert haben. Vorher haben wieder andere drumherum experimentiert und vor ihm wieder. Es ist so, dass als Edison das Patent für die Glühbirne angemeldet hat, waren bereits 75 Jahre vergangen, seit das erste Mal jemand einen Prototyp für eine Glühbirne gemacht hat. Und so ist es auch, wie Innovationen funktioniert.
Jemand hat eine Idee, der Nächste nimmt diese Idee, verbessert sie, macht etwas in einem anderen Kontext und baut darauf auf. Es ist eigentlich mittlerweile bekannt, dass durch die Verfügbarkeit vieler Lösungen, die einfache Verfügbarkeit für Lösungen, die Innovation gefördert wird. Freie Software ist natürlich hier auch das Paradebeispiel, wie ein einfacher Zugang zu bestehenden Lösungen gewährleistet werden kann. Wo wird denn jetzt so freie Software eingesetzt? Das ist LHC am CERN. Der ist ziemlich groß und er ist nicht nur groß in der physikalischen Abmessung, es ist auch ziemlich groß oder es gibt auch sehr viele Daten, die da anfallen, wenn ein Experiment läuft. All diese Daten landen dann im weniger glamourösen Teil des CERN, im Rechenzentrum, welches eigentlich hauptsächlich durch freie Software betrieben wird. Dies ist nötig, weil das CERN durch diese riesigen Datenmengen eigentlich immer an der Grenze des Machbaren ist. Sie treiben also eigentlich immer die Möglichkeiten oder die technischen Möglichkeiten im Informatikbereich nach vorne. Darum brauchen sie natürlich anpassbare Lösungen. Ist jetzt vielleicht etwas abgespaced, darum mache ich gleich weiter mit der International Space Station. Dort haben sie auch Computer, Laptops, das sieht dann etwa so aus. Und diese Laptops laufen auch nur mit freier Software. Auch hier geht es wieder um die Kontrolle der Hardware. Denn Sie können es sich nicht erlauben, dass da jetzt einmal ein System das Gefühl hat, es muss ein Update fahren. Kommen wir wieder etwas zurück. Die Air-Traffic-Control-Systeme, also diese Systeme, die zum Beispiel SkyGuide benutzt, um damit zu arbeiten. Da gibt es auch einige oder mindestens einen großen Anbieter dieser Systeme, die eigentlich hauptsächlich auf freier Software basieren. Denn auch hier können Sie sich keine Fehler erlauben, respektive müssen höchste Anforderungen an die Nachverfolgbarkeit der Software richten, was Sie nur mit freier Software gewährleisten können. Es gibt die Top 500-Liste, die Liste der 500 schnellsten Supercomputer. Diese wird alle halb Jahr aktualisiert. Das geht es natürlich darum zu wissen, wer jetzt wieder den schnellsten hat. Und ich habe mal nachgeschaut, wie viele mit freier Software betrieben werden. Und das sind alle. Dann Webseiten wie DuckDuckGo, übrigens eine Suchmaschine, die ihre Privatsphäre respektiert. Gibt es schon, ist cool, aber keine Business-Idee mehr. Webseiten werden zu mindestens 85% mit freier Software ausgeliefert. Obwohl ich mal behaupten würde, wenn man wirklich alles anschaut, ist diese Zahl wahrscheinlich höher. Dann neu verkaufte Smartphones, die basieren zu 99,8% auf freier Software. Hier ist der Grund, weil Android und auch iOS auf freier Software basieren. Sie sind nicht gänzlich freie Software, aber ein großer Teil davon ist es. Neu entwickelte Embedded-Systeme, wie diese Waschmaschine, da wird geschätzt, dass auch etwa 75% auf freier Software basieren. Dann macOS basiert zu großen Teilen auf freier Software und auch bei Windows kommen sie nicht mehr darum herum, freie Software, oder Windows kommt mittlerweile auch mit freier Software, wenn Sie es installieren. Es ist natürlich nicht gänzlich frei. Es gibt gänzlich freie Software. Ich hoffe, Sie kennen das eine oder andere, zum Beispiel Firefox, VLC, GIMP, LibreOffice, Thunderbird, Ubuntu, 7-Zip, Notepad++. Und ich möchte mich hier auch Simon Phipps anschließen, weil ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn es jetzt keine freie Software mehr gibt. Und ich denke, wir hätten keine Software mehr. Es ist nicht alles freie Software, aber ich denke, im Prozess von der Erstellung von dieser Software irgendwo war freie Software involviert. Kommen wir noch zum Business, wie das jetzt oder wie ein Business mit freier Software funktionieren kann.
Wir haben ja gehört, Open Source ist kein Businessmodell. Dem schließe ich mich an. Es ist aber eine Business-Entscheidung, weil das Businessmodell muss zu der freien Software passen. Eine Möglichkeit ist, indem Sie Hardware verkaufen. Da haben Sie ein physikalisches Gut und die Software ist einfach dazu da, die Hardware zum Laufen zu bringen. Dann können Sie eine Dienstleistung auf freier Software anbieten. DuckDuckGo läuft zu einem großen Teil auf freier Software. Aber das interessiert Sie wahrscheinlich nicht, wenn Sie die Software benutzen. Und Geld macht DuckDuckGo auch nicht mit der Software, sondern mit Werbung. Sie können Dienstleistung an freier Software verkaufen. Sie wollen eine Änderung an LibreOffice. Wie gesagt, Sie gehen zu einem Dienstleister wie Collabora und fragen, wie viel kostet das. Und die sind noch so glücklich, wenn Sie ihnen da etwas verkaufen können. Oder ich nenne das mal noch Dienstleistung um freie Software. Sie wollen zum Beispiel Ihre Business-Applikation in einer Cloud betreiben oder Sie wollen einen Server nicht selber betreiben. Sie brauchen jemanden, der da die Verantwortung und den Betrieb sicherstellt. Gehen Sie zum Beispiel zu SUSE, eine deutsche Firma. Die hat übrigens 31 Millionen Umsatz gemacht. Oder Canonical, eine britische Firma mit 66 Millionen Umsatz. Oder Red Hat, eine amerikanische Firma, die 2,4 Milliarden Umsatz macht. Ich denke generell oder gemein ist, dass das Businessmodell eben nicht Software verkaufen ist. Es ist entweder Hardware verkaufen oder eine Dienstleistung, um freie Software anzubieten. Damit bin ich am Schluss von einem Teil. Und was ich Ihnen eigentlich sagen will, ist, dass mit freier Software alle profitieren. Ja, Sie kennen nun freie Software und wir kommen nun zu Start und Software. Der Staat wird vom Bürger finanziert und das ist etwas, was uns natürlich veranlassen sollte, ein spezielles Augenmerk darauf zu halten. Seine Leistungen werden, wie gesagt, vom Bürger finanziert. Seine Arbeiten sind häufig mit sensiblen Daten und er hat auch Arbeiten, die meist außer Konkurrenz sind. Also nicht jemand anderes kann das machen. Wenn es jetzt um freie Software geht, geht es aber auch darum, einen Mehrwert zu generieren für uns, den wir vom Staat profitieren und dem wir aber dem Staat auch etwas dafür geben, dass er seine Arbeit macht. Wie können wir weiter profitieren? Nun, dazu kommen wir später. Zuerst einmal geht es auch um Abhängigkeiten. Denn wenn der Staat Software einkauft, dann kann es sein, dass er da in gewisse Abhängigkeiten gerät. Und Abhängigkeiten kennen wir bereits aus anderen Gebieten, wenn es zum Beispiel um die Baubranche oder so irgendwas geht, Absprachen und ja, wenn du dann das und so weiter. Das ist etwas, was in Software eigentlich relativ üblich ist. Das heißt, Sie kaufen Software, setzen sie ein und dann haben Sie das Bedürfnis, etwas anzupassen. Das kommt in einem Staat durchaus vor, denn Sie wissen ja, Gesetze können ändern, notwendige Strukturen können ändern, was auch immer. Und diese Abhängigkeiten können dazu führen, dass es teuer wird, denn es ist wie bei vielen anderen Dingen auch. Sie kriegen einen Drucker relativ günstig, aber die Tinte kostet etwas mehr. Und so ist es auch beim Staat. Software einer Ausschreibung kann relativ günstig sein, aber wenn Sie dann die Anforderung stellen, damit unsere Leute im Departement die Arbeit richtig machen können, dann muss der die Möglichkeiten haben, der genau die Möglichkeiten und nicht vieles anderes auch noch. Denn es soll möglichst einfach zu bedienen sein und es sollten die Strukturen und Abläufe abgebildet werden. Und das kann, wenn sie sich ändern, vor allem wieder teuer werden. Seine Aufgaben des Staates sind unter anderem aber auch, er archiviert für immer, potenziell für immer. Denn wie sieht es aus? Ich meine, wir schreiben gerade Geschichte, aber ob das, was wir heute machen, tatsächlich interessiert, das entscheiden
die Personen, die irgendwie 30, 40, 50, 60 Jahre später kommen und vielleicht sogar dieses Video sehen und sagen, das war ein Schlüsselmoment. Also nicht wir entscheiden, was ist wichtig. Somit muss der Staat relativ viele Daten einsammeln und speichern. Und in 60 Jahren wäre es gut, wenn man auch auf dieses Video wieder zugreifen könnte und nicht dann plötzlich Fehlermeldung kommt, weil das Video ein Format besitzt, das man nicht mehr öffnen kann. Also, was macht man da? Vorteil, freie Software. Sie könnten das Rezept des Computerprogramms, das wir von Urs schon gehört haben, einfach als Textdokument ebenfalls ins Archiv legen. Dann könnte in 60 Jahren jemand kommen und sagen, oh, Mist, das Video lässt sich nicht abspielen. Schauen wir mal, ah ja, habe ich ein Rezept, wie ist das Programm aufgebaut? Schauen wir mal, ah, so funktioniert das, so kann ich das Dateiformat lesen und abspielen. Und dann könnte man auch dann noch mit diesen Medien, die wir heute produzieren, etwas anfangen. Denken Sie daran, was für viele Medien, Video, Dateiformate Sie vielleicht schon auf dem Smartphone hatten und Musikdateitypen Ihnen schon begegnet sind. Und es geht ja nicht nur um diese Dokumente. Vielleicht haben Sie von vor Urzeiten mal eine Datenbank für Ihre Steuern, für Ihre Finanzen, für Ihren Betrieb. Das sollten Sie irgendwann vielleicht auch wieder auslesen können, wenn Sie finden, ich möchte mal sehen, was da gelaufen ist. Es geht auch um sensible Daten der Bürger, die natürlich möglichst sicher abgespeichert werden müssen. Und gleichzeitig geht es beim Staat aber auch darum, dass er die Daten uns liefern kann, die uns interessiert. Also sehr viele, sehr unterschiedliche Anforderungen. Beim Gesetz geht es eigentlich darum, was hindert uns allenfalls daran, freie Software einzusetzen. Bisher, und da werde ich später drauf kommen, eigentlich nichts. So, gut, wir haben Software, die wir ändern müssen. Wir können machen, wie wir das wollen. Blöderweise sind wir abhängig von einem Lieferanten. Wenn wir jetzt irgendein Makro machen wollen, wenn wir irgendeine Oberfläche verbessern wollen, damit der Angestellte beim Bundesamt nicht hunderte Icons hat, von der er nur eins anklicken sollte, sondern nur genau das und dafür etwas mehr Platz für den Rest, dann könnte es teuer werden, da der Betreiber der Software, der Ihnen das verkauft hat, eine hohe Marge auflegen kann. Änderungen sind, wie auch mein Kollege gesagt hat, üblich und das muss möglichst sein. Nicht, dass Sie irgendwo 20 Jahre alte Software verwenden, es hat sich niemand getraut, etwas zu ändern, weil es teuer wird, weil man etwas anpassen möchte. Ja. Gut, gehen wir zum Bund. Sie haben es vielleicht schon gehört, Software Open Justitia ist eine der Softwaren, die durchaus auch mal in der Zeitung waren, hat etwas für Wirbel gesorgt. Ganz grundsätzlich war die Meinung, ja, das Bundesgericht sollte nicht unbedingt ein Unternehmen konkurrenzieren, das eine solche Software ja verkaufen könnte. Denn das Bundesgericht hat Open Justitia selber entwickeln lassen. Und da kam dann eigentlich genau der Punkt zum Zuge, dass man bislang eigentlich immer Software als Produkt eingekauft hat. Und plötzlich lässt man sich da die Software selber programmieren. Was aber untergegangen ist, ist die Tatsache, dass man halt nicht das Produkt eingekauft hat, sondern einfach die Dienstleistung, dass man für einen Software entwickelt. Und das wurde dann auch von verschiedenen staatlichen Stellen bestätigt, dass das eigentlich gar keine gesetzliche Hürde gibt, die das verhindern würde, sondern dass das durchaus machbar ist. Denn der Code selbst von Open Justitia ist auch nicht nur dem Bundesgericht und dass es dann herausgibt, wenn jemand die Software haben möchte und dann vielleicht noch verkauft, dass man sie weiterentwickelt. Nein, der Code gehört einer Community. Die Open Justitia hat die Aufsicht über den Code ausgelagert an eine Community und jeder, der die Software einsetzen möchte, kann in dieser Community Mitglied werden und weiterentwickeln helfen. Es gibt da schöne Beispiele dazu. Zurzeit besteht die Community aus 16 Mitgliedern und
neben diversen Institutionen auch in der Schweiz sind da auch zum Beispiel das Europäische EDV, also die Europäische EDV-Akademie des Rechts aus Deutschland dabei. Und es gibt, wieso auch immer, jemand aus Irland, der Dienstleistungen im Bauernbedarf anbietet, der ebenfalls Mitglied ist. Und hier haben wir wieder den Punkt Innovationen und die Möglichkeit zu machen mit der Software, was man möchte. Offenbar hat hier jemand gedacht, diese Software macht eigentlich genau das, was sie will. Sie wird zwar nicht, wurde nicht für das programmiert, was ich möchte, aber sie kann genau das, was ich brauche. Und da kann man sie nehmen und für eigene Zwecke einsetzen. Und die Verbesserungen, die daraus entstehen, laufen wieder zurück in die Open Justitia Community und die sagen, es wurde zwar für Bauernbedarf entwickelt, aber es passt eigentlich auch in unsere Software, vielleicht mit leichten Abweichungen, aber man kann sie entsprechend einbauen. Und somit wird die Software von verschiedensten Seiten, aus verschiedensten Blickwinkeln innovativ weiterentwickelt und wird somit auch nicht alt. Denn es gibt neue Updates, es gibt Verbesserungen, Sicherheitsaktualisierungen, denn auch wiederum verschiedene Unternehmen mit unterschiedlichen Blickwinkeln schauen auf den Code und sehen vielleicht etwas, was gefährlich werden könnte, das man vielleicht besser reparieren sollte. Gehen wir weiter. Gehen wir zu E-Voting. Ist so ein klassisches Thema, zurzeit auch viel in den Medien. Ich selber gehöre jetzt nicht unbedingt zu den Befürwortern. Ich glaube, wir sind als Gesellschaft und vor allem auch in der Entwicklung der Software und Umgang mit Software noch nicht so weit, dass wir so ein zentrales Element unserer Demokratie digitalisieren sollten. Meiner Meinung nach sollte das etwas vom Letzten sein, aber das ist meine Meinung. Wie das weiterentwickelt wird, wie die Diskussion darum verläuft, kann ich als einzelner Person nicht beeinflussen, aber die Community kann das und es wird darüber diskutiert. Und jetzt kommt die Frage, was muss die Software können, was muss sie darauf achten, auf was muss sie achten? E-Voting ist etwas sehr Sensibles, denn es geht hier einerseits um Datenschutz, das heißt aber auch um Transparenz, etwas, was ich doch in manchen Augen widersprechen könnte. Es geht um die Transparenz der Nachverfolgbarkeit von der Stimmabgabe, bis sie gezählt wird. Aber es geht um den Datenschutz, wenn es darum geht, dass man nicht weiß, dass genau Sie so abgestimmt haben. Wie vereint man das am besten? Und da wird es halt etwas schwierig. Aber mit freier Software können wir hier verschiedene Meinungen einholen, verschiedene Leute, die draufschauen und sagen, so könnte man es vielleicht lösen. Und vielleicht kriegen wir das sogar so, dass auch ich finde, ja, wieso auch nicht. Zurzeit sind wir noch nicht so weit, aber es sind bereits zwei Programme schweizweit im Einsatz. Der Bund hat zwei sozusagen Testlizenzen vergeben, wenn man so sagen will. Das heißt, es haben zwei Programme die Lizenz erhalten, dass man sie einsetzen darf zu Testzwecken. Und dazu gehört einerseits die Software der Post, die von der Post entwickelt wurde, in Zusammenarbeit mit Skytl, einem spanischen Unternehmen. Sie haben angekündigt, dass die Software frei werden soll. Nach meinen letzten Informationen, die nicht unbedingt aktuell sein müssen, ist bislang lediglich technische Dokumentation frei. Die Software selbst glaube ich noch nicht. Dann gibt es noch eine andere Software, sie nennt sich CHVote und wurde von Genf entwickelt. Die ist bereits freie Software. Und eben auch aus genau denselben Gründen, damit alle draufschauen können, vor allem wenn es um unseren Staat geht, wollen wir wissen, wie es darin aussieht. Und dafür wurde die Software auch frei gemacht. Gehen wir weiter. Es gibt eine App, die nennt sich Zürich wie neu. Sie kennen diese App bereits, sie wurde Ihnen bereits heute schon vorgestellt, nämlich unter dem Namen Fix My Street. Diese Software wurde von der Stadt Zürich übernommen und wird in Zürich entsprechend unter dem Namen Zürich wie neu eingesetzt. Jetzt meine Frage an Sie, oder zumindest können Sie sich das mal überlegen. Was denken Sie, wie viel hat die Einführung dieser Software gekostet? Also bis die Software läuft mit Investitionen. Denken Sie hier an sechsstellige Zahlen oder an fünfstellige Zahlen. Denken Sie daran, es hat
eine Software, die einen Innovationspreis gewonnen hat. Diese Software lässt sich leicht kostengünstig anpassen und diese Software liefert auch eine App für den, aus dem App Store mit. Also Sie können Zürich wie neu auf Ihrem Mobiltelefon herunterladen und installieren. Es gibt eine Webseite dafür, wo Sie Ihre Meldungen direkt auf der Webseite machen können. Es gibt ein Backend dazu für die verschiedenen Departemente, die diese Software, diese Informationen, die Sie bekommen, auswerten können. Und es gibt natürlich Infrastrukturkosten zum Betrieb der Software. Nun, diese Software hat mit der ganzen Einführung genau 60.000 Franken gekostet, also von der Übernahme, Einrichtung, Betrieb. Bis, was jetzt die dauerhaften Betriebskosten sind, weiß ich hier nicht, aber die reine Einführung, Anpassung der Software hat 60.000 Franken gekostet. Und wenn man so einen Entwickler hat, der etwas anpassen muss, das ist nicht sonderlich günstig. Ja, eine Frage, was macht die App eigentlich? Ja. Sie können zum Beispiel hingehen und Sie sehen, ah, ich habe hier einen Schaden im Straßen, also ein Loch. Dann können Sie es fotografieren und sagen, hier hat es auf der Straße einen Schaden und können es sagen, okay, publizieren. Dann geht es die Information mit dem Foto und der GPS-Position an eine zentrale Stelle und wird dort an den richtigen Ort weitervermittelt. Es sollte eigentlich alles automatisch laufen anhand der Informationen, die Sie hinterlegen, eben Straßenschäden, dann geht es entsprechend an die richtige Stelle. Sie können aber auch Schäden an irgendwelcher Vegetation melden, die von Zürich zum Beispiel gepflegt wird und sagen, hier hat jemand gewütet. Ich meine, sonst müssten die Leute ja dauernd vorbeigehen und schauen, ob noch alles in Ordnung ist. Und in einer so großen Stadt ist das etwas schwierig mit jeder Seitengasse und jedem kleinen Beet. Und da kann man so etwas natürlich melden. Es gibt auch noch anderes, Sprayereien können Sie melden. Und was Ihnen halt einfällt, das ist beschädigt, da musste die Stadt etwas machen. Und das geht dann an die entsprechenden Stellen und sagen, oh, da sollten wir vielleicht mal vorbeigehen oder das müssen wir aufnehmen in die nächste Revision. Da ist Ihre Hilfe natürlich kostengünstiger, als dass Sie dann irgendeinen Bauarbeiter oder jemanden vorbeischicken, der einfach jede Straße mal kontrolliert und schaut, ob die Straße noch in Ordnung ist. Ja, wie geht es weiter? Was ist also nun wichtig, wenn es um den Umgang mit freier Software beim Staat geht? Erstens, es gibt keine gesetzlichen Hürden, die es verhindern, dass Sie sie einsetzen. Andersherum hätte ich gerne, dass es gesetzliche Fördermaßnahmen gibt für freie Software. Das haben wir schon initial schon gesagt. Und es gibt bereits Kantone, die sich damit befassen. Gerade Bern hier in dieser Stadt, beziehungsweise haben sie verschiedene Situationen, also gab es schon eine gesetzliche Initiative dazu. Es ist nun gesetzlich explizit erlaubt, dass sie Software, die Bern entwickelt, veröffentlichen können. Da gibt es bereits auch schon Beispiele dafür, für Software, die entsprechend veröffentlicht wurde. Und Stadt Bern selber fördert ebenfalls das ganze Konzept. Jetzt hier im 2018 wurde ein Projekt angegangen, bei dem es darum geht, Lernenden in Bern eine Web-Office-Lösung anzubieten, basierend auf LibreOffice. Es gibt eine E-Learning-Plattform, die basiert auf zwei Stück Software, Moodle und Mahara, die zusammenarbeiten können. Und es basiert für die Datenablage auf Nextcloud. Also da geht doch schon einiges. Es könnte aber noch mehr sein. Drittens, wenn Software frei ist, dann oder frei werden soll, dann muss sich natürlich ein wenig das Denken auch ändern. Das wurde von Urs bereits schon etwas ausgeführt. Nicht nur vom Konzeptionellen, also was mache ich, über das Entwickeln bis zur Weiterentwicklung der Software, muss man etwas anders denken. Denn denken Sie daran, es könnte jemand zu Ihnen kommen, der dann sagt, also ich habe hier etwas weiterentwickelt, meine Software ist ja dieselbe wie Ihre, vielleicht hilft das ja. Es könnte jemand zu Ihnen kommen und sagen, also wenn ich den Knopf hier drücke, dann sind alle Ihre Daten weg.
Und es könnte sein, dass jemand kommt und sagt, dank Ihrer Software und meiner neuen Idee habe ich Millionen verdient. Und für all das sollten Sie vorbereitet sein, denn es kann jede dieser Informationen, die Sie zurückbekommen von außerhalb, jede dieser Informationen ist wertvoll für Ihre Weiterentwicklung Ihrer Software, die Sie im Einsatz haben. Oder eben für Ihren Dienstleister, den Sie dafür engagiert haben, dass er Ihre Software aktuell hält. Und wenn Sie finden, er macht das nicht gut, können Sie ihn austauschen. Vielen Dank. So, einen Punkt habe ich noch übersprungen und ich glaube, wir haben noch Zeit dafür, oder? Ja. Und zwar, wie sieht es international aus? Wir machen nachher noch die Fragerunde. Einfach ein kurzer Überblick. Italien, da ist etwas vom Piemont gekommen. Die haben da ein recht interessantes Gesetz lanciert, bei dem es sogar erlaubt gewesen wäre, Software sozusagen zu analysieren und herauszufinden, wie sie funktioniert und einfach die Informationen zu kopieren, was urheberrechtlich etwas problematisch ist. Aber der Rest des Gesetzes, freie Software muss eingesetzt werden, ist auch in Rom durchgekommen. Die Niederlande möchte sich tatsächlich der Public Code und Public Money Public Code Initiative anschließen. Und das dürfen Sie im Übrigen auch. Es hat dann hier ein Formular, das Sie unterschreiben können, wenn Sie möchten. Sie haben das unterschrieben. Offene Standards sind dort schon bereits Standard. Und die französische Polizei spart ebenfalls eine Menge Geld. Sie haben ausgerechnet, dass ihre Lizenzen, die sie eingespart haben, seit 2004 50 Millionen Franken wert waren. Das heißt, sie haben 50 Millionen Franken eingespart. Die französische Polizei verwendet da auch LibreOffice zum Beispiel. England hat seit 2010 einen nationalen Plan zum Einsatz von freier Software, welche meiner Meinung nach sehr unspektakulär ist. Ich wusste das nicht, bis ich recherchiert habe, dass sie da sowas haben. Und Spanien hat mit Barcelona zurzeit ein recht aktives Smart City Projekt, bei dem freie Software zum Einsatz kommt und aber auch Bürgerdaten dazu gehören, nämlich dass der Bürger selber entscheiden kann, was mit seinen Daten passiert. Und alles ebenfalls im Rahmen von freier Software sollte es umgesetzt werden. So, jetzt kommen wir zur Zusammenfassung von Urs. Wir sind fast am Ende. Public Money, Public Code haben wir gesehen. Es fördert die Innovation. Es unterstützt die lokale Wirtschaft, weil es einen freien Markt, auch einen freien lokalen Markt erlaubt. Und es hilft dann erst noch, Steuern anzusparen. Gute Punkte, das zu unterstützen. Gute Punkte für Politiker, das zu unterstützen. Darum fordern wir von den Politikern, dass sie ein Gesetz machen, um Public Money, Public Code gesetzlich zu verankern als Vorschrift. Also dass jede staatliche Stelle, die Software einkauft oder entwickeln lässt, freie Software benutzen muss oder diese als freie Software veröffentlichen soll. Sie als Wähler, nicht Politiker, Sie sollten natürlich Politiker wählen, die sich für Public Money, Public Code einsetzen. Da können Sie zum Beispiel auf Freedom Vote gehen, ein Profil erstellen und Sie sehen dann, welche Politiker sich dafür freie Software einsetzen. Und Sie alle und können natürlich oder sollten den offenen Brief für Public Money, Public Code unterschreiben. Das können Sie entweder auf dieser Webseite oder den Formularen, die wir ausgedruckt haben. Damit möchte ich mich noch mit dem letzten Teil des Videos verabschieden. Wenn auch du der Meinung bist, dass die Infrastruktur von morgen in unseren Händen liegen sollte, dann unterstütze uns. Teil dieses Video mit deinen Freunden und Bekannten und besuche unsere Webseite publiccode.eu. Denn es ist höchste Zeit zu fordern. Public Money, Public Code. So, das war's von unserer Seite. Jetzt noch die Fragerunde. Ja. Also ich finde die Initiative sehr gut. Ich finde auch die Forderung politisch richtig. Was mir im Vortrag etwas gefehlt hat, ist in der Argumentation. Also ihr habt stark argumentiert, wie ich genau breit argumentieren könnte für den Einsatz
von Open Source bei einer privaten Firma. Also Kostenersparnis, Innovation, Transparenz, Sicherheit, die Gründe, wir kennen sie alle. Das sind genau auch die Gründe, warum Firmen das natürlich tun und warum es der Staat auch immer mehr tut. Aber man müsste schon noch genauer darüber nachdenken, was sind denn für den Staat die ganz spezifischen Gründe, warum er es tun sollte. Und ich glaube, hier ist das Argument Zwangsgewalt. Also der Staat, der handelt mit Zwangsgewalt, er tut Dinge, die ich als Bürger nicht unbedingt tun möchte, zum Beispiel Steuern zahlen. Dafür gibt es ein Steuergesetz, das ist natürlich öffentlich und im Steuergesetz steht drin, wie das prinzipiell funktioniert. Und das wird dann umgesetzt in Software zum Beispiel, die die Steuer berechnet. Und wenn ich Transparenz möchte im staatlichen Handeln und wie die Zwangsgewalt auf mich angewandt wird, dann möchte ich auch den Code sehen. Das wäre eigentlich das wichtigste Argument, weil ja Code gewissermaßen Gesetz ist. Also das Gesetz wird in Code übersetzt, sehen wir ganz direkt bei der Steuersoftware. Sehen wir natürlich auch, und da habt ihr es angeschnitten, bei Abstimmungen. Es gibt Software, die berechnet irgendwo die Mandatsverteilung nach einem doppelten Buckelsheimer bei Sachenstraße. Das möchte ich nachvollziehen können, weil das so unmittelbar tiefgreifende politische Auswirkungen hat. Und dieses Argument, und ihr müsstet die Argumentation mehr aufbauen, was ist beim Staat anders? Und das hat mir jetzt noch gefehlt. Okay, ja, okay. Danke. Ja, also vielleicht ein Punkt ist natürlich die Finanzierung, oder? Es ist vom Bürger finanziert. Das ist eine, ich würde mal sagen, halt einfach verständliche Idee, wieso das dann auch wieder dem Bürger zukommen soll. Aber du hast natürlich recht. Eine Gegenargumentation wäre natürlich, ich kann auch bei proprietärer Software ein Audit durchführen lassen. Aber da ist immer die Frage, ja, wem vertraue ich? Und schlussendlich, denke ich, kann man nur der freien Software vertrauen. Ja, danke. Ja. Ich möchte genau da ansetzen. Also der Bürger zahlt dem Staat Steuern, ja. Aber es sind nicht alle Länder so zentralisiert wie in der EU. Gerade in der Schweiz, ich bin eine Community, die haben 18 Kantone, haben eine Software zusammen. Ein großes innovationsverhinderndes Problem, das wurde gar nie angesprochen, ist Trittbrettfahrerei. Sollen doch die St. Galler zahlen, was die Genfer benutzen. Und das ist laufend ein Problem. Es geht dann weiter, dann entwickeln wir etwas weiter, dann sagt der Kanton Appenzell, aber wir brauchen das nicht, wir zahlen hier die Wartung nicht mit. Ja. Und so diese praktischen Probleme in einem föderalen System, das fällt mir komplett. Also ich habe mir da Gedanken gemacht und grundsätzlich, ich denke einerseits, sie müssen es sowieso machen für sich, sie müssen das Geld sowieso ausgeben. Also es schadet ihnen nicht, wenn andere das auch benutzen. Es ist eben nicht so, dass jeder Kanton die gleichen Gesetze hat und dann die gleichen Anforderungen an Software und genau da kommen die Unterschiede. Und dann wird das Ganze eben nicht mehr so schön, der Bürger zahlt dem Staat und der Staat alles einheitlich, sondern es ist sehr differenziert und wird dementsprechend eben auch kompliziert. Und dann wird dann Open Source natürlich noch besser. Okay, das ist eigentlich ein Formular, das weitergeleitet wird. Aber wenn man dann eine etwas komplexere Software hat, dann wird es schon tricky. Ja, aber das ist ja genau der Vorteil. Sie können sagen, okay, Sie machen etwas Ähnliches. Sie müssen nicht mehr alles komplett neu machen, sondern Sie können beim Ähnlichen ansetzen und sagen, okay, das sind die Teile, die sind ähnlich, die Teile, die stimmen gar nicht und können es entsprechend anpassen. Sie müssen nicht mehr alles neu machen. Ja, genau. Die ist zum Beispiel in 5 Kantonen zwingend notwendig. Genau. Dann sagen 4, aber bei uns erst in 2 Jahren soll doch der eine Kanton, der das nächstes Jahr haben muss, das zahlen und wir sagen dann merci. Ja. Das ist in einem gewissen Maße ja auch Entwicklungshilfe. die dann noch nicht so weit sind wie ihr. Und dass dann die Bürger des zahlenden Kantons wirklich gutiert, dass die anderen Kantone, die eventuell Finanzausgleich erhalten, man ist noch Finanzausgleich zahler und macht dann noch Entwicklungshilfe auf diese Schiene, ob das dann noch es ist ein schwieriges Problem, denke ich, aber wenn wir einmal Public Money, Public Code als Gesetz haben, denke ich, das wäre ein erster Schritt, um dann weiterzukommen. Weiterdenken, wie könnte man es umsetzen? Wenn etwas sowieso überall kommen muss, könnte man dann nicht entsprechend sich gleich von Anfang an irgendwie zusammentun? Ja. Zum ersten Votum möchte ich vielleicht noch ausführen, wir haben im Urheberrecht eine explizite Ausnahme, dass Gesetze nicht urheberrechtlich geschützt sind. Und in dem Sinne, dass staatliche Software eine Art Ausweitung der Gesetze darstellt, müsste es eigentlich von vornherein schon immer klar sein, dass Software, die vom Staat entwickelt wird, wie die Gesetze öffentlich
Also es, also es gibt auch die Unterscheidung, nur weil das Gesetz nicht urheberrecht geschützt ist, heißt es nicht, dass die Software, das es umsetzt, auch nicht ist. Aber es wäre konsequent. Den Unterschied zwischen staatlichem Einsatz und privatem Einsatz prononcieren will, dann sieht man, dass es diesen Unterschied schon sehr deutlich im Urheberrecht bei den Gesetzen gibt, weil die ganz anders behandelt werden als andere Dokumente von privaten Firmen. Zum anderen mit dem Trittbrettfahren muss ich sagen, dafür habe ich überhaupt kein Verständnis, weil die Hauptkosten sind normalerweise nicht Entwicklungskosten, sondern das ist immer ein großer Fehler bei der Propaganda für freie Software. Freie Software ist normalerweise nicht wesentlich günstiger als unfreie Software. Und das liegt daran, dass die Total Cost of Ownership besteht aus Schulungen, aus sich damit auseinandersetzen, das Teil anpassen auf die jeweilige Institution. Und die Trittbrettfahrer, da hat man den Eindruck, die bösen anderen Kantonen profitieren gratis. Es ist aber so, dass die bösen anderen Kantonen, die gratis nutzen, sind Gratistester, die ihnen die Tester, das Testing einsparen und die Gesamtkosten in Application Management und die Application Management Kosten in 10 Jahren sind 10-mal so hoch wie die ursprünglichen Entwicklungskosten. Das ist der Grund, warum auch in der Privatwirtschaft eine Bank eine Public Domain Bankensoftware einsetzt, obwohl es dann halt, oh Gott, Trittbrettfahrer geben kann, warum eine IBM Public Domain Software entwickelt mit teurem Geld, das sie selber ausgeben, obwohl andere böse Trittbrettfahrer das nutzen können, weil sie haben gelernt, dass die Trittbrettfahrer ein Kapital sind. Und das ist auch bei den Kantonen so. Sie müssen nur ihre Denken ein bisschen... Ja, ja, aber das ist genau das Problem. Sie sagen, wir müssen den Steuerzahler schützen. Ja, aber und darum gehen wir nicht schon raus. Und ich lebe jetzt gerade live, wie die Weiterentwicklung einer sehr arrivierten Software eigentlich zusammenbricht, weil jeder Kanton sich sagt, also wir sind nicht ganz offen, aber innerhalb der Community relativ offen. Aber kleinkariertes Denken ist toll. Ja, aber das ist Standard in jedem Kanton, also sorry. Ja, es wird kommen, es gibt immer einen Lernbereich. Also grundsätzlich muss man ja alles lernen. Ich meine, wenn man sich überlegt, bei der Entwicklung zum Beispiel von Treiber für freie Software, da sind Anbieter wie Intel, die im großen Chipmarkt beliefern, sind dabei und entwickeln Software und Treiber dafür. Und andere Hersteller, die ja ebenfalls Komponenten für Computer herstellen, können Teile dieser Treiber selber ebenfalls verwenden. Also das ist dasselbe Trittbrettfahrersituation. Aber weil sie sagen sich, wir profitieren davon. Und das ist aber auch etwas, das hat nicht von Anfang an funktioniert. Das ist etwas, was kommen wird. Und wir sind jetzt nicht mittendrin, dass alle verstehen, wie es funktioniert. Wir müssen Stück für Stück. Im Staat, ja. Also in der Privatwirtschaft. In der Privatwirtschaft arbeiten sie mit, weil sie einen Markt sehen. Im Staat wird primär argumentiert, dass man mit dem Steuergeld sinnvoll umgehen soll und sicher keine Geschenke machen soll. Aber Cost-Sharing können die Kantone schon machen, wenn man nur für sich hat. Das können ja nicht mehr. Ja. Ja, aber die Argumentation ist schwierig. Argumentation ist schwierig, das ist etwas, das müssen wir, da müssen wir natürlich immer etwas damit arbeiten. Politisch wird es sowieso schwierig und wir werden uns darum kümmern, wenn es geht. Ja, so gut wir können. Aber also, wir haben ja noch weitere Fragen. Ja. Also zuerst hier, ich glaube, das war am Anfang. Kann man auf Bayerisch fragen? Ja, natürlich. Ich probiere es. Nein, sehr sympathisch echt die ganze Initiative. Wie ist eure Einschätzung vom Zeitrahmen her, dass Open Source wirklich akzeptiert ist, gerade Politikerbund? Weil wenn ich heute schaue, was beschafft ist, der Bund, wie wild SAP, kann nicht nur teuer sein, Oracle, wie wild, absolut gestört. Eigenentwicklung, Bund mal anfangen. Abbrechen, vielleicht zu Recht oder zu Unrecht, aber wir wechseln auf SAP. Also, für mich ist Politik wie siehst du das, wenn sie sich reif, das zu verstehen, dass man nicht auf den Größten muss setzen, sondern mehr richtig Open Source. Also, jetzt wird es interessant.
wenn ich mal so anschaue, die Leute, die am ehesten etwas von Computer und Interna verstehen, sich für Software interessiert haben, das ist jetzt die Generation, die so langsam mit in das Alter kommt, wo sie gewählt werden, politisch. Was nachfolgt, ist auch interessant. Also nach meiner Erfahrung sind jetzt eher wieder die Jungen, die jetzt halt nur Oberflächen kennen und so die Interna nicht mehr so kennen. Ich denke, das ist jetzt halt auch ein bisschen ein schulisches Thema, um vor allem die Jungen auch noch beibehalten. Aber es ist effektiv so. In dem Parlament haben wir jetzt nicht unbedingt sehr viele, die sich wirklich täglich auch damit auseinandersetzen, mit Software, sich auskennen in den Details. Und das ist auch so, dass halt, wenn man im Parlament oben ist und Sachen diskutiert, dann geht es dann halt um Versicherungen, Gesetze, alles physikalische Sachen. Und die Leute haben dort oben ihre Sachen, wo sie Experten sind und andere entsprechend beraten bei so Themen. Und das heisst, wenn wir jetzt Leute reinbringen in das Parlament, die Experten sind auf diesen Themen Open Source, und wir kriegen die anderen, wenn es um irgendwelche gesetzliche Abstimmungen geht, dazu zu mal zulassen, dann hätten wir, würde ich sagen, relativ schnell Möglichkeiten, auch etwas zu machen. Und die Schwierigkeiten sind aber da jetzt weniger, dass man Leute drin hat, die sich mit dem befassen. Es gibt doch schon das eine oder andere Politiker, und ich hoffe, in den nächsten Wahlen kommen noch mehr. Das ist ja immer die Frage. Am Schluss stellt sich heraus, es ist keiner gewählt worden, oder am Schluss stellt sich heraus, es sind Haufen gewählt worden, das können wir nicht beeinflussen. Aber der Punkt ist natürlich dann aber auch noch das Lobbying von anderen Stellen. Ich meine, es gibt durchaus auch Leute, die andere Interessen haben, die halt nachher ebenfalls Werbung machen, und gegen die muss man nachkommen. Und das wird dann noch schwieriger zu voraussagen. Das ist ja, also das, was der Simon Phipps heute Morgen auch gesagt hat. Also Politiker sind nicht die, die alles wissen. Eben darum müssen wir mit solchen Sachen die auch unterstützen und sagen, wieso dass es nötig wäre, freie Software einzusetzen. Jetzt noch eine zweite Frage. Also ich muss da bekannt sein, auch wegen dem Bund. Also da ist vielleicht die Sprache von Supportprozessen und zum SAP setzt, Büroautomation und Flinders und so weiter. Aber sie haben natürlich keinen Prozess, oder? Muss man voll zurückgehen oder sagen, da sind Komponenten, die unten drüber laufen, mehrheitlich Open Source. Aber was natürlich nachher gemacht wird, ist, man tut auf dem aufbauend Individualsoftware entwickeln. Und der Source-Code, der gehört dem Bund. Und dort wäre jetzt eine Frage, also macht man es open? Aber wenn ich jetzt nicht so höre, jetzt zum Beispiel dem Open Justitia, was sie nachher eine Community haben gemacht, wenn ich höre, ihr mit dem Kanton, oder mit diesen Kantonskriminalen, dann spielt es dort überhaupt gar keine Rolle, ist es open oder closed, das gestürmt hat, das Dann ist mehr die Frage, dann geht es dann nicht bei Open, geht es dann nicht um Kanton, vielleicht schon finanziert, das wird ja sowieso das gestört, sondern es geht um einen Dienstleister, was bedeutet das für den, wenn das Open ist. Da das ist eine Weiterentwicklung. Wäre es eben gut, wenn man es Open machen könnte, dass man Konkurrenz hat, wenn man den Monopol anbietet. Ja, genau, das ist kann man eben nicht, weil ja Kanton wird nicht weg. Aber es ist wegen etwas anderem, oder? Das ist ja auch etwas am anderen, ob es jetzt open oder closed ist, die stürmen einfach zusammen. Ja. Und niemand muss finanzieren. Ja. Und das hat man auch in der Privatwirtschaft. Also gemeinsam finanzieren. Die Kantonalbank wird gemeinsam Produkte finanzieren, wo sie sagen, jeder zahlt nach der Bilanzsumme, oder? Ja. Also eben, da muss man einen Weg finden. Das ist wie Simon Phipps heute Morgen gesagt hat, die ersten 10 Jahre, wo in der Wirtschaft Open Source eingesetzt wurde, ist auch niemand rausgekommen und gewusst, wie es funktioniert. Und jetzt langsam hat man gemerkt, wie es funktioniert. Das ist einfach ein Prozess, der Zeit braucht. Und in der Politik, jetzt in der Schweiz, kommt er halt vielleicht ein bisschen später. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das wird gesetzlich, dass wenn der Staat Sachen programmieren muss, es Open Source sein. Ist allem für sich ganz egal, was die da für eine Diskussion haben. Weil irgendwann muss das Gesetz umgesetzt werden, jemand muss zum Programmieren engagiert werden. Und wenn man nicht vorher schon abgemacht hat, wer wie macht, dann macht's halt, zahlt jeder etwas dafür. Oder man tut sich in einer Kooperation anschliessen. Weil am Schluss muss es umgesetzt werden. Und dann... Ja, also ich denke, eine reine Regelung, die schon einfach das hat, wenn der Bund Aufträge gibt, Sachen zu programmieren, muss es Open Source sein, würde ich das Problem dorthin lösen, weil
das ist fast zu gezwungen, lieber zusammen zu arbeiten, weil es günstiger kommt, als dass man sich da etwas Eigenbrötlerisches macht, weil das ja eigentlich gar nicht möglich ist. Noch. Ja, zuerst mal da noch. Also, die Frage ist, gerade am Anfang, wo die Frage, also jetzt das Thema aufkommt, ist schon mega aktuell. Gibt es denn Sachen, wo, also so Initiativen wie, wo man von verschiedenen Auftraggebern, wie Closed Source ist es einfach, dann machst du das Produkt technisch aus, das können wir 20 Mal verkaufen. Mhm. Und bei Open Source können sie nachher alle buchen und man kann sie nicht mehr in dem Sinn, also nur noch die Dienstleistung vielleicht verkaufen. Mhm. Gibt es da so Initiativen, die an dem arbeiten, die so versuchen, Modell zu finden, wie man so kann. Businessmodell? Ja, wo man das kann co-founden, also eigentlich jetzt von staatlichen Institutionen her. Oder ist das dann einfach von den Bühnen, die das produziert, die müssen halt wie Netzwerke mit diesen verschiedenen Players? Und ja, also ich kenne jetzt nur das halt, dass das gemacht wird, dass auch schon gemacht worden ist. Also konkret bei, das war glaube ich das Bundesgericht, wo LibreOffice einsetzt, andere und auch Stellen im Deutschen, die sich dann zusammengeschlossen haben, um weiteres Feature implementieren zu lassen. Aber wie das intern funktioniert hat? Ja, also wie die aufeinander zukommen sind, weiss ich nicht. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht das auch der Dienstleister versucht, den Weg zu leiten. Ja, aber ja. Ich meine, grundsätzlich, ich überlege es mir so, eben, französische Polizei hat 50 Millionen Lizenzen gespart. Wenn sie jetzt einfach sagen, ja, wir tun für 20 Millionen im Jahr neue Features für die Software dazu programmieren lassen, dann haben sie immer noch gewonnen, aber alle anderen, die die Software einsetzen, auch. Das haben sie sowieso schon gezahlt. Sie haben es auch den Privaten gezahlt, um neue Features zu programmieren. Genau, ja. Also die Bedürfnisse sind ja die gleichen. Sie haben einfach dann nur der Firma das können geben, wo eben im Metro-Locking sie drinnen gegangen sind und wo es sehr schwierig ist, die Dosen zu bewegen. Zuschnau? Ein schönes Beispiel ist Kugis, wo nachher verschiedene Gemeinden, also das Geoinformationssystem Gemeinden nachher einfach zum Beispiel die Übersetzung von der Dokumentation selber gemacht hat. Ja. Also, ich weiß auch zum Beispiel, dass es ein GIS gibt, wo jetzt aufgehört hat, selber irgendwelche Points of Interest zu sammeln und stattdessen OpenStreetMap-Daten nimmt. Also es verzahnt sich immer ein bisschen mehr. Sie ja, kannst du noch einmal. Ich habe das Bundesarchiv 300.000 Ziele Code für Public Domain stellen, wo ich ehrlich bezahlt worden bin als Programmierer. Und wo jetzt relationale Datenbankarchivierung für alle anderen Archive auf der Welt zur Verfügung stellt. Und das ist natürlich schon so, dann kommen die anderen Archive und wenn auch etwas und umgekehrt profitiert das Bundesarchiv massiv davon, dass sie ganz viele Tester haben in einem Ausmaß, was sie gar nicht selber drauf bringen könnten. Ja. Ja, super. Ja, also, dann danke ich schön. Vielen Dank und auch für das Zulassen.